Das ist doch schon los. Die Alte sieht wieder. Ja, die ist noch lange nicht, da kommt, oder?
nehmen mal so ein Stück in Käse, ne? Und ich mach mal zwei Stück in Käse hier. Schau mal hier. Da ist eine Garantie bei. Sei doch nicht so misstrauisch. Mit der Firma. So, hier machen wir mal Käse zum Nachgarnieren, ja? Oder mal für den Chefsalat. Ja? So, und eine Nuss oder Mandelmühle in dieser Größe kostet ganz alleine 50 Mark. Macht dieses Gerät mal ganz nebenbei mit. Eine Nussmühle, dieses Ding doch mal. Eine Nuss oder Mandelmühle. Macht dieses Gerät nebenbei mit. So, und jetzt machen Sie mal hier zum Garnieren, machen Sie mal hier für das langweilige Müsli, dann nehmen Sie mal die Nüsse, ja. Oder auch mal für den Früchtekuchen. Sonst mache ich das fein, jetzt mache ich das grob, ja. Schauen wir mal hier. Mal grob, ja. Nüsse mal ganz fein, ganz frisch, ja, ganz grob. Und zwar, auch was wir an Resten haben, das zeige ich aber gleich nochmal. Ja? Das nützt Ihnen die beste Maschine, wenn Sie immer alles voll Reste haben. Ja? Und wie gesagt, eine Nussmühle, da geben Sie viel Geld aus, können Sie aber nur Nüsse mitmalen, weiter nicht. So, nun verlasse ich die Bäckerei und zeige schnell nochmal ein paar Gemüseteile, ob die jetzt roh sind oder gekocht, das spielt gar keine Rolle. Aber, gerade um diese Jahreszeit, gestern war es kalt, hat es geregnet. Heute sollte es eigentlich auch nur regnen, aber schönes Wetter, heute wieder warm. Und viele Leute sind jetzt auch wieder zu heiß angezogen. Also wir brauchen jetzt Gemüse. Im Gemüse sitzen Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme. Ja? Selbst die heutigen Dinger hier, der Rettich ist zum Beispiel sehr gesund, wer was mit der Galle hat, wer was mit der Leber hat, wer Nierenleiden hat, wer Blasenleiden hat. Selbst den heutigen Rettich, den ziehe ich da durch. Und essen Sie mal was Gesundes, essen Sie mal nicht immer Eierwurst und Käse, essen Sie mal Rettich, das mal auf Schwarzbrot geschrott, schwarzen Pfeffer oben drauf, ja, dann ist der Tag auch wieder in Ordnung, Sie haben gesund gelebt und Sie haben Geld gespart. Diese Fasern reinlegen, ja. Diese kurzen Fasern werden vom Magen besser verdaut, genauso wie die Gurkenscheibe, nicht unbedingt, die Gurke muss nicht unbedingt in Scheiben sein, da komme ich gleich zu, ja. Lange Fasern reinlegen, ja, bei der Möhre, dann machen Sie mal Folgendes. Da ziehen Sie mal einen Apfel mit durch, einen Spritzer Zitrone, was ganz wichtig ist. Ja? Sie dürfen kein Fett vergessen oder Öl, denn ohne Fett oder Öl löst sich hier kein Vitamin A. Da tun Sie zwar was für die Verdauung, aber nichts für die Augen. Ja? Kein Matsch, kein Mus, warum alles ganz fein, so will ich abgedacht. Einen Gurkenhobel, den haben wir auch alle zu Hause. Schachtel. Ich so. Ja, was sagst du denn? Ich habe noch Verhältnis mit meiner Frau. Ein bisschen Werbung. So, jetzt habe ich noch drei Deutsch, die kalte Wohnung. Hier einer was für 30. Und jetzt einmal ganz verrückt. Den Benjamin dabei mit 30. Meine mit 30, das war billig. Aber hier, liebe Leute, ihr seid kein so viel. Naja. Na, wenn du den schiebst, du, dann kannst du noch so. Hallo, hier kommt hier das Kaladium auch dabei. Auf mit 30. Hallo, guck mal, hast du ganz hoch. Wenn du hier richtig schlecht streichelst, schieben wolltest, bist du auch nicht da. Komm her, ja, hier rein. Kannst du noch, ja? Hier, tu hier rein mit mir. So, komm her, den pack ich auch dabei. Alles mit 30. Bitte, Herr, sagst du mir auch nicht davon. Ja, auch wieder was reinstellen. Und auch wieder ein Zug. Hier, guck mal, hier, da habe ich noch so was. Eine Klobürste für die Hüfte, die Toilette, für die Leute, die noch keine Arbeit haben. Damit können sie Arbeit kriegen. Der Bunte, 50 Mal. So, pass auf, hier auch einfach was für 30.
hier kommen die Benjamin Schlaufen. Sollen sind die gleich so groß, dann kriegen sie gar nicht mehr Glas. Die Haupt dabei für 30. Und hier hat er leider ein bisschen wenig Farbe abgekriegt. Der kommt leicht da rein, wie er seine ganze Farbe verliert. Der war letzte Woche noch grün. Hier kommen wir auch, 30. Hier so ein schönes Kaladium dabei, auch für 30. Und der jetzt einmal ja sagt, der kriegt noch ein bisschen Feuerholz dabei. Und das alles mit reinzumachen. Wir machen das mit an. Für 30 mag alles. Komm her, Leute, ihr schleppt ja so gerne. Ihr schleppt ja so gerne. Guck mal her, so eine schöne Aphrodite Hexe dabei. Auf! Auf! Was ist denn los? Auf! Was ist denn los? Auf! Auf! Dabei, Mensch. Auf der Bühne. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht es bei uns weiter mit Live-Musik vom Feinsten. NDR 2 präsentiert hier für Sie. Hi.
Das war gar nicht Heinzi, das war nur hinten aus. Wir kommen ja noch ein paar Mal wieder, vielleicht sind wir dann mal pünktlich. Auke wird gehässig hier hin. So. Heinz Mikro. Thank you.
Wenn wir das in unserem Club erzählen, Peter, das glaubt uns kein Schwein. Ehrlich nicht. Ihr müsst nicht nur geizige Menschen wohnen, die haben ja auch nur zwei Gehirnzellen. Ne? Weil einer hat einen Hut. Wenn ihr nur eine hättet, dann würdet ihr auch noch einen Hof kacken hier. Meine Güte. Der letzte Aal. Die letzten Aale! Gib mir den letzten Aal. Komm, ich verkauf den mit. Ich verkauf den mit. Komm her, gib runter. Ich verkauf ihn mit. Ich verkauf den mit. Gib her. Komm her, gib her. Ich verkauf den mit. Ja, ist der gut. Komm dir her. Mein Geld hat es doch mal eingedummt.
Wer da nicht begreift, einzukaufen, der soll irgendwo wirklich. Hallo, du sollst das nicht filmen oder den Film immer ablenken. Kauf dir das lieber! 30 Mark mit zum Schinken. Mit Trinkgeld 35. Na gut, stimmt so, alles klar. Ein Schinken einmal dabei. Woanders, da würden sie da schon sagen, ich bin freiwillig 40, aber hier 30. Mit Rindsalami dabei, mit Kartenrauch dabei, mit Leberwurst dabei, mit Reinerit und die dicke Leone dabei und mit eurer schiedige Aal, deine Tüte ist euch toll. 30, weg damit. 100! Weißt du gar nicht mehr, wie der aussieht? Hallo, hier soll den 100 Mark aus! Oh, ein Brutbürger gibt doch noch 100 Mark Scheine. Das glaub ich nicht, das gibt's doch gar nicht. Lass dich gut schmecken, hängst hier, wo irgendwo es kühl ist. Am besten den Keller. Komm hier, 2 Kilo, Edelsalami. Rein damit, Moment, ich muss mal eben ein bisschen platt machen. Wir wollen mal mit rankommen hier. Komm hier, 30, guck's dir an. Schinken, drauf damit, hier gratis. Für die geizigen da hinten. Normalerweise soll ich da ein Kondom hinschmeißen. Die geizige Rasse sich gar nicht weiter vermehrt. Komm her, die Dicke da drauf, 30, noch eine dabei und noch Leberwürste, wollt ihr auch noch haben? Dann nimmt sie auch noch mit, sonst gut, dass ihr den Hintern wegfliegt. Lass sie gut schmecken, bitteschön. So, komm her, wer noch 30 hat, mit Schinken jetzt!
jetzt dabei sein und Anteil nehmen und jetzt die Gelegenheit wahrnehmen. So, und hallo, die Mittelstimme ist schon, hallo, wir haben mal reingepackt hier. Das machen wir. Ja, Klaus Hippel, Klaus ist Sandbox. Jetzt geht's los. Ah, ist das klasse! Ja, das war Quatsch, Freunde, auf geht's. Jetzt geben wir das Ganze, jetzt geht's los. Ja, Freunde, jetzt wird der Ticket so dabei sein. Wir starten sofort zur nächsten Runde. Jetzt hineinkommen Sie. Geld, die Dame. Unglaublich. Wir sind doch die Einzige, die noch Geld hat. Hat euch irgendwann einer Interesse an Wurst? Chef, hast du Interesse an Wurst? Ja, was ist denn der Wagen? Ja? Madonna habt ihr eigentlich. Was? Ja. Geld haben Thank you.
So, jetzt kommt die Entscheidung. Natürlich kennst du die. Der blaue Planet. Der blaue Planet, das kenne nicht mal ich, aber gut. Der blaue Planet, da kann ich dir dann nicht helfen, das garantiere ich dir. Aber du kriegst den Text. Was möchtest du denn haben? Genghis Khan? Genghis Khan, was? Nee. Manta? Der blaue Planet? Ja, den hatte sie jetzt eben. Scheiße. Ach, na ja, bitte. Manta. Fährst du ein Manta? Nee, ich fahr Fahrrad. Aber mit Heckspoiler. Roy Black oder so, wenn du hast. Roy Black hatten wir auch irgendwo. Hast du da nicht irgendwo noch eine... Wir hatten irgendwo, glaube ich, noch ganz in Weiß. Mit, was nehmen wir denn da Schönes? Herzlein ist nicht drauf. Manta. Oder Gabi und Klaus? Nee. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Wärst du doch in... Nee, ist ein etwas älteres Lied. Ja, also wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Die A1. Die A2, genau. Achso, und du warst noch nicht? Wir haben plötzlich so viele Kandidaten hier. Dankeschön. Was möchtest du denn haben? Manta! Gute Frage, ja. Jetzt noch die Antwort. Sommersprossen. Manta! Gabi! Ja, wir fangen auch gleich mit dem ersten an. Wenn du dir das gleich aussuchst, du nimmst die Platte mit. Machen wir gleich, ne? Gibst mir einmal die Platte wieder. So, womit fangen wir an? Ganz kurz auf den Zettel gucken. Der blaue Planet. Alles klar. Gut, fangen wir mit dem blauen Planeten an. Geht ihr etwas zurück? Damit du jetzt volle Auftrittschancen hast. Den Namen habe ich natürlich spontan wieder vergessen. Melita. Melita? Melita. Melita? Ja. Melita. Ja. Melita, wo kommt der Name her? Ob es auch geht? Sprich mal kurz rein. Sag mal irgendwas. Nee? Nee, ist noch nicht an. Zigan. Erstmal vom Publikum, dass du es versucht hast. Es ist schwierig, das geben wir gerne zu. Es war auch ein bisschen schwieriges Lied. Die Zugabe kommt gleich. Gut, machen wir einfach spontan mal weiter mit Nummer 2. Ja? Da haben wir den Bodo. Ching, Ching, Ching is Khan. Technik. Bodo, ganz locker bleiben, ganz locker bleiben. Jetzt wechseln wir nämlich. Genau, jetzt geht das los. Sag mal, Bodo, sag mal, hast du eigentlich Spaß? Oh, ein bisschen, du, da machen wir mit, ne? Ist Brunsbüttel hinter dir? Feuern die dich jetzt alle an? Abel! Jawohl. So, wir starten also den Titel und dann hören wir Genghis Khan von Bodo gleich hier, wenn der blaue Planet wieder verschwindet. Und live natürlich, kein Playback, völlig klar. Brauchst du eigentlich ein Mikrofon? Du tönst eigentlich schon über den ganzen Marktplatz hier, ne? Ja, das muss ja so sein, ne? Wir müssen ja hunderte Jahre noch warten, ne? Bis zum nächsten, zum 32. Ne? Und dann meinst du, rufst du schon mal, ne? Alles klar. Machst auch ein Foto von dir selbst, prima. Ja. Okay. Ach so.
Also Genghis Khan mit einer tollen Stimme gesungen von Bodo. Bodo. Ganz Brunsbüttel begrüßt Sie schon mal ganz herzlich. Ja. Sag mal, du bist Chorleiter? Na, ich werde es versuchen auf jeden Fall. Ja. Gut, alles klar. Du dirigierst oder hältst du nur die Jacke fest? Ich halte nur meine Jacke fest und meinen Jungen, ne? Ja, ist prima. Ist dein Sohn? Das ist mein Sohn, ja. Selbst gemacht? Selbst gemacht. Das ist schön. Do it yourself. Das ist gut. So, den nächsten Titel starten wir jetzt auch spontan. Also, jetzt hören wir André und Michael mit Wärst du doch in Düsseldorf geblieben und Mikrofon für Bach. Langsam, will euch sehen. Kommt mal ganz kurz hoch, bitte. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Jawohl. So, ganz kurz hier nach oben. Und dann, da guckt noch jemand. Kneift, achso, kneift. Sie kneift. Komm mit. So, ganz schnell hier nach oben. Einen Applaus kriegt ihr aus Brunsbüttel auch natürlich. Einen riesigen Applaus. So, und jetzt fängst du dann schon mal an. Bohnen in den Ohren, dein Lied. Ich hab Bohnen in den Ohren.
ihn schon hier? Einmal die und einmal die hier. Einmal entfalten bitte. Antje ist noch ein bisschen zerknittert. Bitte einmal liften. Und die hat dort unten dann ein Nippel. Ja, Nippel. Genau, richtig. So viele Menschen, aber einer kann.